Ich muss da hoch. Wie komme ich jetzt dort hoch? Mühelos von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Boah. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Okay. Gut zu wissen. Boah, sehr gut. Ah, es ist gut, dass ich ein Geschütz habe. Ich kann mich ja verstecken und dann passt es auch ganz gut. Wahrscheinlich ist hier das Passwort. OMG, Hot Boss. Okay, ist das Passwort. Gehen wir mal ein. Eine E-Mail. Code geändert. Jason. 0451 zurückgesetzt lassen. Okay. Wo? Eine Banane. Ja, kommt die erstmal mal. Es tut dem Charakter nichts, ob sie vergammelt ist oder nicht. 0, 4, 5, nein. Oh, es war falsch, ich weiß. Also nochmal. 0, 4, 5, 1. Mein Büro. Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Okay, bevor ich das mache, schaue ich mich kurz, ganz kurz hier um. Hier kann ich starten. Hier habe ich einen Tulpenstrauß. Okay, eine Schlüsselkarte. Wahrscheinlich das, was ich alles eingesammelt habe, kann es sein. So sieht es doch bis jetzt aus. Hier unten ist auch noch was. Genau, die Plantine. Der Kabelschlauch. Ich nehme mal alles mit. Brauchen wir nicht. Nehmen. Guten Morgen, Morgen. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Jason. Okay, erstmal Passwort eingeben. Neuromod nehmen. Programme. Schau mich an, morgen. Hallo, morgen. Dieser LGV-Datei soll heute einige Dinge erklären. Sorgen Sie dafür, dass Sie beim Anschauen alleine sind. Okay. Können wir uns hier hocken? Ein Büro mit Ausblick. Ziel abgeschlossen. Okay, das Video habe ich jetzt nicht angeschaut. Hallo Morgan, harter Tag. Ach, hier. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Wow. Server. Keine Verbindung. Was ist jetzt los? Was zur Hölle? Warum? Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste. Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Warum lässt du uns das jetzt nicht ganz anschauen? Wir können hier auf jeden Fall nicht rein. Es war gerade eben sehr interessant. Ich wollte es unbedingt anschauen. Hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten.
Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass-Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay, was machen wir? Er hat gerade eben gesagt, wir sollen hier bleiben und nicht vom Fleck rühren. Und der andere sagt, wir sollen hier unbedingt weggehen. Neues Ziel. Natürlich, natürlich. Komm her, komm her, komm her. Ich habe ihn geschützt. So, den hier geht es erstmal in den Kragen. Gut, dass man so ein Geschütz auch hat. Hier drin war ich noch nicht. Vitalwerte kritisch. Wow. Gar nicht gut. Jetzt habe ich mich sogar selber verletzt. Ich habe aber Medikit. Ach, Taschenlampe habe ich auch schon angemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, irgendwo habe ich hier ein Medikit. Genau. Anscheinend kann ich das jetzt nicht benutzen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Was war das denn überhaupt, was uns jetzt so verletzt hat? Überall sind hier solche Computer. So, wir müssen jetzt auf die andere Seite. So, die Taschenlampe mache ich erstmal aus. Wow. Oh, nein, nein, nein. Ich komme hier schon, ich komme hier schon. Oh, Hilfe. Komm, Geschütz. Boah. Oh, der ist glaube ich noch da, oder? Näherungssensor, Neustart. Sehr gut, dass ich da ein Geschütz habe. Teilchenmaterial entdeckt. So, und jetzt hier rein. Oh, nicht schon wieder. Ich möchte unbedingt Munition hier sparen. Ich habe glaube ich nur 4. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Das Geschütz verteidigt mich. Ausführlich. ISS. Also wahrscheinlich komme ich immer wieder hier zurück. So, ist noch so ein Viech da? Sind nicht da nach Haus? Hier ist ein Spiegel. Nützt mir jetzt aber gerade nichts. Ich habe es nicht mehr weit auf jeden Fall. So, jetzt bin ich hier richtig. Wow. Natürlich. Boah, komm ich hier raus? Geh weg, geh weg. Wo, wo? Wo denn? Da war er doch gerade. In die Werkstatt, aber ich komme gerade nicht hin. Da steht in der Pyro-Demo nicht verfügbar. Maschinenlabor. Und irgendwie muss ich aber dorthin. Hier kann ich das reparieren, aber momentan geht es bei mir gerade nicht. Hinter mir, hinter mir. Wo denn? Komm doch her! Nein! Ah. So ein Feigling! Wo ist er denn? Okay, hier komme ich nicht entlang. Wo ich irgendwie dorthin gehen soll? Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen rumschauen.
Hier kann ich nur ein Ersatzteil nehmen. Ob ich hier das lösen kann. Und wenn nicht, dann war es das hier. Und wenn ich hier doch noch weiterkomme, kommt noch eine Folge. Wie hier steht, Dr. Calvinos Werkstatt, 10 Meter. Und hier bin ich. Und dann steht hier dort, Maschinenlabor in der Pure-Demo nicht verfügbar. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz komisch. Ziemlich spannend werden kann. Mir hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Kann ich nur empfehlen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Bis dahin, Leute.